Herzlich willkommen zum Webinar Kaleidos Fachhochschule Forschung sichtbar machen mit dem Forschungsinformationssystem PURE, ein 360-Grad-Blick. Mein Name ist Günther Hansen, Account Manager Research Intelligence bei Elsevier. Und ich freue mich sehr, heute mit den Kollegen der Fachhochschule Kaleidos ein Interview führen zu dürfen, zusammen mit meinem Kollegen Philipp von der Mann. Kaleidos hat sich in 2020 für das Forschungsinformationssystem PURE entschieden. Heute haben wir die Gelegenheit, eben Stakeholder dieser Entscheidung nach Hintergründen, Gründen und auch nach der Zukunft mit PURE live zu befragen. Bitte stellen Sie gerne Fragen im Chat. Meine Kollegin Alexandra Bautendijk versucht, diese live einzubinden. Sollte dies heute nicht möglich sein, erhalten Sie von uns nach dem Webinar eine Antwort auf Ihre Frage. An der Stelle darf ich unsere Interviewpartner bitten, sich kurz vorzustellen. Herr Fichter. Ja, hallo und grüße miteinander aus Zürich, wo wir sind, physisch. Mein Name ist Christian Fichter. Ich bin Forschungsleiter an der Kaleidos Fachhochschule eben im schönen Zürich. Frau Jörgs. Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich bin Frau Jörgs, ich bin Leiterin Grants Office an der Kaleidos Fachhochschule, auch die Leiterin der Fachstelle Chancengleichheit, Diversität und Inklusion, und ich forsche auch in dem Themengebiet und bin jetzt seit 3 Jahren an der Kaleidos Fachhochschule. Herr Rief, man hört Sie gerade noch nicht. Ja, ich bin Stefan Rief, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Kaleidos mit Schwerpunkt Konsum- und Marktforschung. Und ich bin vor allem auch technischer Administrator der PURE-Forschungsdatenbank und bringe da die technische Sicht ein. Herzlichen Dank. An der Stelle darf ich übergeben an meinen Kollegen und Solution Engineer für PURE, Herrn Dr. Philipp von der Mann. Philipp, du stellst uns zu Beginn kurz vor, was PURE eigentlich ist. Ganz genau. Jetzt sollte man meine Folien sehen. PURE ist ein etwas, was man früher gerne Forschungsinformationssystem genannt hat. Man spricht heute aber eher von Forschungsmanagement-Systemen. Entsprechend nennen wir PURE gerne eine 360-Grad-Forschungsmanagement-Plattform, die in 3 Stufen funktioniert. Leider konnten wir hier keine Animation einbinden, deswegen muss ich jetzt irgendwie hinweisen auf die entsprechend wichtigen Bestandteile dieses Bildes. In einem ersten Schritt zieht PURE, und das sehen Sie dort links, das ist dieser Stack, dieser Stapel von Content Types, relevante Daten und Informationen aus verschiedenen internen, externen Quellen zusammen. Wir decken hier den ganzen sogenannten Research Lifecycle ab. Es beginnt natürlich immer mit Organisationsstrukturen, mit Forschenden. Dann können wir Anträge auf Drittmittelförderung erfassen, bewilligte Anträge auf Drittmittelförderung, dann natürlich die daraus finanzierten Projekte und im Anschluss während des laufenden Projektes die Ergebnisse, ne, dieses Projekts, zum Beispiel Datasets, Publikationen, Activities, also ein breites Spektrum von Daten, das hier erfasst werden kann. Und dann erzeugt PURE für jeden Forschenden in ihrer Einrichtung ein persönliches Profil. Ne, das sehen Sie hier in der Mitte, das ist der Mark Dafton, und dort sind alle seine Forschungsleistungen dokumentiert und untereinander relatiert. Und aus der Gesamtheit dieser persönlichen Profile ergibt sich dann ein holistisches Bild der relevanten Forschungsaktivitäten und Ergebnisse ihrer Einrichtung. Und nach dieser Phase der Aggregierung stehen die Daten zur Nutzung zur Verfügung. Und wenn Sie unten rechts schauen, sehen Sie dort verschiedene Berichte, die aus PURE heraus erzeugt werden können zu unterschiedlichen Zwecken, nicht nur die Berichtslegung, sondern auch die Qualitätssicherung und Evaluierung natürlich werden dadurch möglich. Und der zweite große Anwendungsfall ist das PURE Portal. Das sehen Sie oberhalb, es ist ein Webportal, was nicht nur wie ein Open Science Repositorium funktionieren kann. Das dient dann der Außendarstellung
und der Stärkung, ne, der eigenen Marke und der Verbesserung der eigenen Sichtbarkeit, ne, als forschende Einrichtung. Ich darf Ihnen kurz mal ein Wissenschaftlerprofil zeigen. Sie sehen hier, dass dort Publikationen, Activities, Press Clippings und einige Metriken hier erfasst sind. Diese Profile können auch teilautomatisiert mit Content befüllt werden, zum Beispiel mit Publikationen aus ganz vielen verschiedenen Online-Datenbanken wie Scopus, beispielsweise, um die manuellen Aufwände, ne, für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möglichst zu reduzieren. Diese Profile sind in der Lage, die gesamte Drittmittelantrags- und Drittmittelprojekttätigkeit eines Forschenden zu erfassen. Das sehen Sie hier im Screenshot. Und Pyro ist dann in der Lage, ein Netzwerk von Personen, Leistungen um die Person herum zu errechnen. Das ist dann so etwas wie ein Kubus oder eine Wolke von Daten, die um die Person herum entsteht. Der erste große Anwendungsfall ist die Außendarstellung. Ich sage auch gerne Self-Promotion Open Science dazu. Ich habe hier 5 Thumbnails mal auf dieser Folie versammelt. Es gibt oben links gibt es eine Startseite, die ist den Besuchern dieser Seite erlaubt, die Forschungsleistung einer Einrichtung zu entdecken, entweder durch eine Suche, ähnlich wie bei Google, oder über einen strukturierten Einstieg. Unten links sehen Sie eine Sicht sämtlicher Publikationen der Einrichtung, die hier wie in einem Open Access oder einem institutionellen Repositorium publik gemacht sind, inklusive Metadaten, Volltext und verschiedenen Metriken. Es gibt persönliche Profile, das sehen Sie in der Mitte. Pure kann, das Portal kann dann auch eine interaktive Netzwerkkarte errechnen, die Ihre Forschungsbeziehungen, Partnerschaften, Kollaborationen weltweit interaktiv anzeigt. Und last but not least können Sie auch mit dem Portal Rechenschaft über Ihr Engagement gegen die sogenannten SDGs ablegen, ja, und das publik machen. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass wir schon an der nächsten Generation des Portals arbeiten, was voraussichtlich 2026 kommen wird. Es wird noch schicker werden, noch mehr Flexibilität für unsere Kunden bieten. Sehr wichtig natürlich auch das Reporting. Pure erlaubt die flexible Konfiguration von, ich nenne das immer, multiperspektivischen Berichten. Sie sehen hier einen Vergleich von verschiedenen Instituten für einen bestimmten Zeitraum. Auf einen Blick kann man hier zum Beispiel die Erfolge bei der Drittmittelakquise im Detail sehen und gleichzeitig und daneben gestellt verschiedene quantitative, qualitative Metriken zur Publikationstätigkeit. Und das, hier können Sie Ihre Qualitätsindikatoren hinterlegen und auf Knopfdruck Berichte erstellen. Natürlich sind auch Auswertungen in verschiedenen, aber eher ansprechenderen Formaten möglich, also Graphen, ne, Tabellen, Scorecards, und die erweitern auch dieses Spektrum ständig. Software ist natürlich niemals Zweck, ja, immer nur Mittel. Nicht umsonst habe ich hier eine Werkzeugkiste mal abgebildet, um zur Eingangsfolie zurückzukehren. Pure ist ein ungeheuer vielseitiges und mächtiges Werkzeug, wie hoffentlich auch heute deutlich werden wird. Wenn wir nochmal auf die beiden großen Anwendungsfälle zurückkommen, zunächst das Reporting und die Berichtslegung, dann gibt es sehr naheliegende Anwendungsfälle, wie beispielsweise die Erstellung des Jahresberichts oder die Berichtslegung an die Aufsichtsbehörden oder die Akkreditierung, die, glaube ich, auch für die Kaleidos eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Darüber hinaus erlaubt aber das Berichtsmodul auch ein Qualitätsmanagement, das heißt eine aktive Beeinflussung und Steigerung von Qualität und Impact Ihrer Forschungsleistungen, so man denn diese Berichte anwendet in einer Art von QM-Zyklus, dass man beispielsweise Zielvereinbarungen abschließt und verabredet mit einzelnen Personen oder Instituten und den PIO dazu nutzt, um zyklisch und dann nach einer gewissen Zeit hier eine Evaluierung, ne, gegen diese Zielvereinbarungen durchzuführen. Und so wird Pure zu einem Instrument für strategische
Steuerung. Ich glaube, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Das Portal selber kann einen großen Beitrag leisten, Sie als Städte, ne, herausragende Forschung und Innovation sichtbarer zu machen und Ihre Marke zu steigern. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Effekte. So unterscheidet man Anwendungsfall und strategischen Nutzen. Und heute soll es gehen um diese Dinge. Wir werden jetzt gleich mit den Kolleginnen und Kollegen von der Kaleidos über folgende Themen sprechen. So zumindest ist der Plan. Wir möchten zuerst herausarbeiten, wie die Strategie der Kaleidos aussieht, welche Ziele verfolgt werden und welche Maßnahmen ins Werk gesetzt worden sind, um diese Ziele zu erreichen. Wir werden dann versuchen herauszufinden, wie die konkrete Nutzung von Pure aussieht, um dann den Beitrag dieser Softwarelösung zur Strategieumsetzung und zur Zielerreichung deutlich werden zu lassen, bevor wir dann am Ende, wenn wir noch Zeit haben, auf die Beschaffung und die Implementierung zurückblicken. Und natürlich wird es Raum geben für Ihre Fragen. Ich weiß nicht, Günther, ob du das schon gesagt hast. Sie können jederzeit Ihre Fragen in den Chat platzieren. Und wir werden dann, falls das passt, auch spontan gerne darauf antworten. Ganz genau. Ganz herzlichen Dank, Philipp, für die kurze Einführung und den Überblick zu Pure. Und wir haben schon eine erste Frage, bevor ich jetzt überleite an die Kaleidos Fachhochschule. Wenn ich dir, Philipp, diese Frage an der Stelle stellen darf, Antwort jetzt oder am Ende. Eines Teilnehmers die Frage, guten Tag, ist es für Harvester möglich, die Forschungsinformationen einer Hochschule, zum Beispiel Publikationen, aus Pure auszulesen, um sie zum Beispiel für die Wissenschaftsforschung zu nutzen? Kannst du darauf direkt antworten? Ja, teils. Also wir haben eine UAI-PMH-Funktionalität. Darüber hinaus ist das Portal Google indiziert. Gerne können wir dazu mal bilateral sprechen. Da kann ich detaillierte Auskunft geben, wenn ich genauer weiß, welche Anwendungsfälle hier. Okay, grundsätzlich ist es möglich. Frau Jörgs, ich darf an der Stelle an Sie die Frage stellen, was eigentlich die Fachhochschule Kaleidos ist, wenn Sie uns die Kaleidos Fachhochschule kurz vorstellen würden, bevor wir dann zum Interview übergehen. Ja, sehr gerne. Also wir sind eine sehr kleine Fachhochschule. Ich fange gleich mal an mit den Facts and Figures, um einen Überblick zu geben. Also wir sind rund 150 Mitarbeitende, haben aber über 3000 Studierende an der Kaleidos Fachhochschule und mehr als 700 externe Dozierende. Wir sind eine Hochschule für Berufstätige, wir sind eine private Hochschule. Wir sind akkreditiert auch vom Schweizer Akkreditierungsrat. Und bieten praktisch für Berufstätige flexible, familiengeleitete Studiengänge an. Und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also da sind wir multidisziplinär aufgestellt. Also wir sind im Bereich Wirtschaft unterwegs, im Bereich Recht, Gesundheit, angewandte Psychologie und Musik. Wir haben an der Kaleidos Fachhochschule einen vierfachen Leistungsauftrag. Wir sind tätig in der Lehre, also in der Aus- und Weiterbildung, in der Forschung und Entwicklung. Das ist das Thema, wo es heute auch drum gehen soll und auch um Dienstleistungen. Und wir sind eigentlich bemüht, uns zu vernetzen mit der Praxis und mit Fachorganisationen, um praktisch auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen von der angewandten Forschung zur praxisorientierten Anwendung. Vielen Dank. An der Stelle übergebe ich an dich, Philipp, mit unserem ersten Frageblock zum Thema Strategie, Ziele, Maßnahmen. Ja, wir alle wissen ja, forschende Einrichtungen sind besondere Einrichtungen. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind Kreative, die das manchmal nicht so richtig mögen, wenn man mit ihnen irgendwelche Ziele und Zielstellungen und so weiter vereinbart. Gerade in Deutschland ist das Humboldtsche Konzept noch sehr verankert. Wir sehen aber natürlich in den letzten Jahren immer mehr und immer elaboriertere Konzepte bei unseren Kunden, um Forschung strategisch zu steuern. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden auf diese
philosophische Frage antworten möchte, aber wie viel Management braucht eigentlich Forschung? Und was ist Ihre persönliche Meinung dazu? Ja, ich mache vielleicht gerade mal weiter, weil Sie haben es schon gesagt, ja. Also man hat vielleicht so dieses Bild im Kopf von dem zerstreuten Professor, der alleine in seinem Raum sitzt und Forschung macht. Aber Forschung hat sich ja entwickelt auch. Und das Bild stimmt gar nicht mehr. Am Ende sind es Forscherteams und Kooperationen und mehrere Personen, die miteinander zusammenarbeiten. Und gerade auch bei uns an der Hochschule, ja, wir haben 150 Mitarbeitende und über 700 Dozierende. Und das Ziel ist auch, mit diesen Dozierenden zusammenzuarbeiten. Und da braucht Forschung Management, um das praktisch dann auch sichtbar und erfassbar zu machen. Also, was wir häufig hören von unseren Kunden, ist, dass sie im Wettbewerb stehen oder in den Wettbewerb gesetzt sind, ne, durch unterschiedliche Förderprogramme, und da möchte man ein bestimmtes Forschungsprofil ausprägen, ne, in Abgrenzung von anderen. Und es gibt ja im Großraum Zürich wahrscheinlich sehr, sehr viele forschende Einrichtungen. Dort weiß ich nicht, ob Sie sich da in Konkurrenz sehen, aber man möchte ja ein Profil entwickeln. Vielleicht können Sie kurz Stellung dazu nehmen, wie Ihre Forschungsstrategie genau aussieht. Und ich nehme mal an, es gibt eine Strategie, die Ihre Forschungsstrategie entwickeln möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frage an mich gerichtet ist. Ich war gerade, hatte eine Minute einen Blackout, also nicht ich, der Computer. Ich habe sie nur schwarz gesehen, weiß nicht, ob das nur mir ging, so ging. Also, aber die Frage ist, haben wir eine Strategie und gibt es eine Strategie? Darf ich die beantworten? Ja, genau. Gerne. Ja, gut, wie lange haben wir Zeit? Gell? Klar gibt es eine Strategie. Und ich wollte noch eins anfügen, und zwar sehr schön, dass Sie uns als Kreative und Freigeister, oder zumindest hatte ich so in Erinnerung, bezeichnen. Genauso, das ist auch eine wichtige Komponente von Forschung, aber wie dann Jasmin Jörgs eben auch gesagt hat, klar braucht es am Management. Und das ist übrigens ja auch im Bereich Kunst und Kreativität so. Ich glaube, erfolgreiche Künstler, die sind eben nicht nur kreativ und Freigeister und alles ist frei und alles kann, sondern the proof of the pudding, da wo dann wirklich der Erfolg für den Künstler passiert, das ist dann da, wo er oder sie eben die Kunst eben auch vollendet. Kunstwerk ist nie vollendet, aber zumindest so weit bringt, dass er es ausstellen und im Endeffekt auch verkaufen kann. Und genauso funktioniert meiner Meinung nach auch Forschung. Hier hat man tatsächlich sehr viele Möglichkeiten zur freien Gestaltung, aber diese Möglichkeiten zur freien Gestaltung, die müssen eben auch in geeigneter Art und Weise dann eben genutzt werden. Also mit dieser Gestaltungsfreiheit, die sowohl der Künstler als auch der Forscher hat, damit muss verantwortungsvoll umgegangen werden. Und das ist sozusagen auch dann der Kern unserer Forschungsstrategie. Wir versuchen in unserer Forschungsstrategie, die wir haben an der Kaleidos Fachhochschule, diese Aspekte abzuholen und anzusprechen, dass wir also eine Freiheit haben der Forschung, die aber, wie Jasmin vorhin auch schon anklingen hat lassen, natürlich aufgrund der Natur der Fachhochschulen praxisorientiert ist, die aber gleichzeitig auch sich nicht einer teilweise oft oder häufig beklagten Akademisierung verschließt. Denn Akademisierung, könnte man jetzt sagen, das ist etwas Böses, wovon man sich, da geht es dann nur noch um Theorien und so weiter. Aber das ist meiner Meinung nach eine falsche und eine fehlgeleitete Meinung. Denn ohne Akademisierung gibt es auch keine Praxislösungen, die dann wirklich im Endeffekt auch funktionieren. Und das steht in unserer Forschungsstrategie drin. Und vielleicht, um das noch anzuschließen, die Forschungsstrategie holt auch alle, und dann geht es auch mehr in Richtung, warum wir ein Pure brauchen oder warum das für uns notwendig ist, so ein Management-System zu haben. Dann geht es eben darum, wer ist denn da beteiligt in diesem kreativen Kuchen, der dann gemeinsam versuchen muss, die PS auf den Boden zu bringen. Das sind bei uns eben Forscher, Forscherinnen, daneben aber auch Leute, die nicht direkt jetzt als Forscher sich bezeichnen lassen, das sind die Dozenten, forschende Dozenten und aber auch unsere Studierenden. Die beziehen wir nämlich ganz eng in die Forschung mit ein. Und der dritte Punkt wäre dann eben in der Strategie die Darstellung
dessen, also was wir eben tun in der Forschung. Mhm. Also sozusagen tue Gutes und sprich darüber, respektive zeig's mit dem Pure Portal jetzt in unserem Fall. Können Sie vielleicht noch ein bisschen konkreter werden? Also wenn ich mit unseren Kunden über Forschungsstrategien spreche, dann höre ich häufig so Sachen wie, ja, wir möchten bestimmte Stärken stärken und bestimmte Schwächen schwächen. Das heißt, wir möchten in bestimmten Bereichen, in denen wir jetzt schon stark sind, noch stärker werden und dort quasi zur führenden Fachhochschule in Österreich im Bereich der, weiß nicht, der Lichttechnik oder der Messtechnik oder Strömungsmechanik aufsteigen. Das wären thematische Schwerpunkte. Es gibt häufig aber auch strategische Ziele, die auf Rankings zielen. Also haben Sie auch, was sind die etwas konkreteren Ziele, wenn Sie versuchen, Forschung strategisch zu steuern? Ja, gerne. Also ganz klar ist natürlich auch selbstverständlich, dass wir inhaltliche Ziele haben. Wir haben im Wesentlichen oder in den beiden großen Departementen, das ist Wirtschaft und Gesundheit, bald wird auch noch Psychologie Größe zunehmen, da haben wir Forschungsschwerpunkte, die heißen Wirtschaftspsychologie, das ist relativ breit aufgestellt und da ist ein Thema, ist Markt- und Konsumpsychologie und darin machen wir relativ vieles. Und wir streben natürlich an, dort auch einen breiten und einen quantitativ großen Output zu haben an Publikationen und einen Input an Drittmitteln. Ein zweiter Forschungsschwerpunkt wäre die empirische Ökonomie. Also im Gegensatz zu dem, was teilweise in der Ökonomie lange betrieben worden ist, auch noch so verstanden wird, dass man Ökonomie als Schule auffasst, wollen wir eben dem einen empirischen Zugang als strategisches Ziel entgegensetzen. Aber das sind so die inhaltlichen Ziele. Aber dann gibt es natürlich auch noch Ziele, die ich bezeichnen würde als akkreditierungsrelevant. Und damit möchte ich nicht sagen, dass wir das nur wegen der Akkreditierung und nur zur Erlangung und Erhaltung der Akkreditierung machen, aber natürlich auch, weil die Akkreditierung ist für uns als Fachhochschule natürlich ganz, ganz wichtig. Wir sind in der Schweiz die einzige Mehrdisziplinen-Fachhochschule, die privat ist. Gerade wir können uns nicht erlauben, ohne Akkreditierung unterwegs zu sein. Also erstens mal wären wir dann keine Fachhochschule mehr. Und zweitens ist es unbedingt notwendig, dass wir zeigen, auch ohne staatliche Subventionen ist es möglich, eine hervorragende Qualität in den vier Leistungsbereichen zu zeigen. Mhm. Ganz kurz, bevor wir zum nächsten Block gehen. Mit welchen Maßnahmen versuchen Sie, die sicherzustellen, dass Ihre Forschenden in die richtige Richtung laufen. Man kann natürlich sagen, bitte, bitte, und kann also aufmuntern, ermutigen. Und es gibt etwas härtere Maßnahmen, wie zum Beispiel Zielvereinbarungen, ne, die man mit Instituten oder Einzelnen, das wäre so ein klassisches Instrument. Haben Sie auch so solche Qualitätssicherungs- oder Steuerungsprozesse? Tatsächlich haben wir das. Genau. Also und zwar ist es, wir haben da ein sogenanntes Qualitätscockpit, da fließen halt eine Reihe von Kennzahlen fließen damit ein. Vielleicht kann Jasmin Jürgs noch genauer antworten. Sie ist nämlich gerade dabei, die aktuellen Zahlen dort einzufüllen. Jasmin, hast du ein paar Beispiele? Ja, genau. Also was wir uns anschauen, ist, wie viele Publikationen gibt es mit den Dozierenden, aber auch mit den Studierenden. Dann erfassen wir die Anzahl der Konferenzen auch. Und es gibt auch, da sind wir zumindest dabei, das so zu entwickeln, so ein gewisses Anreizsystem auch für die Dozierenden, dass die einen Anreiz haben, auch mit uns zu dozieren, also mit uns zusammen zu forschen. Ja, und das wäre Stick and Carrot. jetzt ist es natürlich so, wenn Sie die Performance oder die Leistung, ne, von Forschenden steuern möchten, dann müssen Sie die natürlich messen. Das ist ja eine Binse, dass erst so schön, Management braucht Measurement. Und dann, das führt uns jetzt zum Forschungsinformationssystem. Wann kamen Sie zu dem Schluss, dass Sie zu dieser strategischen Steuerung ein Instrument brauchen, um die Leistung, ne, Ihrer Mitarbeitenden zu messen regelmäßig? Also 2020, ne, war das, oder wie sagen die Daten? Da gab es überhaupt eine Datenhaltung vorher. Das ist ja meistens genau. Das war also noch vor meiner Zeit. Ja, bevor wir eben Pure eingeführt haben, war es so, dass man da einmal im Jahr einen Aufruf machte und dann hat man da viele Listen erhalten als PDF oder Word-Files und die zusammengetragen. Und das war bei uns eben vor der Einführung von Pure der Stand, dass man das einmal im Jahr bei den Forschenden Dozierenden zumindest so machte.
Und das war immer ein Riesenaufwand und es war dann auch nicht einfach, da nach Themen zu suchen. Und da war halt eben die Idee, dass man das jetzt professionalisiert und ein System anschafft, mit dem das eben professioneller machen kann. Und aus diesem Grund haben wir uns dann dafür verschiedene Systeme interessiert und haben uns dann schlussendlich für Pure entschieden als Forschungsinformationssystem. Bevor ich jetzt Günther an dich übergebe, möchte ich noch sagen, dass natürlich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur die strategische Steuerung von Forschung für Sie wichtig ist, sondern auch die Außendarstellung. Immerhin heißt das Webinar ja, Forschung sichtbar machen, also das wollen wir nicht vergessen. Das ist für Sie, glaube ich, auch wichtig, dass Sie Ihre Sichtbarkeit steigern. Vielleicht können Sie dazu noch 2-3 Sätze sagen. Wer auch immer. Gut, also mir juckt es natürlich immer unter den Nägeln, weil jeder dieser Punkte, da könnte man noch ganz lang drüber diskutieren und wer das möchte, kann ja dann später gerne auch noch auf uns zukommen. Aber natürlich ist es so, dass man, wenn man Gutes tut, auch darüber berichten muss, sonst findet es nicht statt. Ja, also alle Rennradfahrer oder Sportler von uns, die wissen, wenn man joggt oder Rennrad fährt oder sonstige Dinge tut, schwimmt und es ist nicht auf Strava, dieser Sportler-Plattform, dann ist es nicht passiert. Und genauso ist es auch mit Forschung. Forschung, die du nicht publizierst, die du nicht darstellst und die du zeigst, auf die eine oder andere Art, die wird einfach nicht wahrgenommen. Da hast du dann auch keine Harvester, die darüber gehen können und. Also von daher ist es in erster Linie natürlich für die Akkreditierung, nicht mal in erster Linie, aber nicht nur für die Akkreditierung, aber auch ist es für uns ganz wichtig, dass wir das zeigen können. Und die Problematik, einfach um das noch kurz, nicht, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, es ist nicht so, dass wir erst seit Pure forschen oder vorher oder Forschung zu managen gewesen wäre. Und auf der ersten Folie, die Sie hier von der Mann gezeigt haben, da waren ja diese Datentypen. Ich erinnere mich genau, die meisten von denen, die waren auch schon vor 10 Jahren hier im Haus vorhanden, aber eben entweder in den Köpfen oder in Excel-Tabellen und so weiter. Von daher würde ich sagen, es war damals eine große Komplexität, die aber nicht zu handhaben war. Und heute haben wir ebenfalls eine große Komplexität. Auch Pure ist kann man nicht einfach, das nicht Plug and Play, da muss man sich damit befassen. Aber jetzt wird diese Komplexität nutzbar und managebar. Das ist für uns eigentlich der Kernpunkt, warum wir sowas brauchen. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Strategie und was das Forschungsinformationssystem Pure damit zu tun hat. An der Stelle würde ich jetzt gerne übergehen in einen zweiten Themenblock unseres Gesprächs, der Bereich Datenerfassung, Datenkonsolidierung, Evaluierung und auch Aspekte des Open Science, die ja mit Pure verbunden sind. Ich würde tatsächlich beginnen mit einer Frage von unseren Zuschauern, Zuhörern hier. Und zwar die Frage, bietet Pure die Einbindung der Forschungsdaten oder jedenfalls die Einbindung der Metadaten in Bezug auf Forschungsdaten in Verbindung mit den dazu veröffentlichten Zeitschriftenartikeln, kann Pure auch als Storage der tatsächlichen Forschungsdaten dienen? Diese Frage können wir ganz klar mit Ja beantworten und auch hier gerne das Angebot, die Details im Anschluss bilateral zu vertiefen. Ich nehme die Frage, um sie zu erweitern, an Sie, Frau Jöcks, Herr Rief, können Sie denn kurz zusammenfassen, was Pure für Sie ist, wie es funktioniert und was es so kann? Ja, vielleicht mal kurz inhaltlich, dann technisch. Ich fange mal inhaltlich an. Also, wie wir schon gehört haben, für uns ist das ein zentrales Tool fürs Forschungsmanagement. Also es hilft uns, die Forschung an der Kaleidos-Fachhochschule extern als auch intern sichtbar zu machen. Also das ist eigentlich dieser wichtigste Punkt für uns, dass wir ja auch praktisch aufzeigen können, was haben wir gemacht, und zwar nicht nur seit Pure, sondern auch schon vorher, ja, dass es ganz leicht auffindbar ist, was publiziert wurde, welche Forschungsprojekte es gibt. Es gibt auch die Möglichkeit, Konferenzbesuche einzutragen. Und man sieht eben auch, wo sind praktisch die forschenden Dozierenden, was machen die, in welchem Bereich sind die tätig, und kann praktisch diese Profile dann auch besser managen, im Sinne von Forschungsmanagement. Ja. Im Grunde genommen haben Sie schon die Frage beantwortet, wie Pure konkret denn bei Ihnen
genutzt wird. Ja. Ja. So, jetzt kommt hier gerade eine Frage. Ja. Genau. Aber was bedeutet das denn konkret für das Qualitätsmanagement, Frau Jöcks, an der Fachhochschule Kaleidos? Ja, also wir haben ein Qualitätscockpit entwickelt, wo wir praktisch Zahlen erheben zu Anzahl Publikationen, Konferenzbesucher. Und das können wir mit Hilfe von Pure ganz leicht erheben. Und da können wir auch ganz schön die Entwicklung darstellen über die Zeit, können auch nach Departementen das darstellen. Wir haben 5 unterschiedliche Departemente und können genau sehen, in welchem Departement praktisch welche Forschungsaktivität vorhanden ist. Und das erleichtert es natürlich unglaublich und macht es viel einfacher und schneller. Ja. Das heißt, es gibt wahrscheinlich einen Satz von Indikatoren, ne, den Sie definiert haben, genau. Qualitätsindikatoren. Und die sind Gegenstand der Prüfung. Können Sie noch mal kurz beschreiben, wie das mit diesem Reporting-Modul genau funktioniert? Wie Sie Ihre Indikatoren modelliert haben dort? Genau, so ein Indikator sind Publikationen, Anzahl der Publikationen. Dann schauen wir aber auch beispielsweise auf die Anzahl der Kooperationspartner. Also wie viele externe Kooperationspartner haben wir auch? Das schauen wir uns auch an. Wie viele Projekte sind mit externen Kooperationspartnern? Wie viele laufende Projekte haben wir aktuell? Dann gucken wir uns auch an die Anzahl der Konferenzbesucher. Genau, das ist, glaube ich, so das Wesentliche. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Früher, ohne Pure oder dort, wo es kein FIS gibt, müssen häufig dann die begutachteten Institute Personen noch irgendwas einreichen, also schicken, ein Word, eine E-Mail oder so etwas. In Pure funktioniert das ja so, dass man in diesem Reporting-Modul die eigene Indikatorik flexibel modelliert und damit einen zentralen, eine Berichtslogik schafft. Und dann ist lautet die Aufforderung an die Forschenden oder die Institute oder Gruppenleitungen einfach nur, dass sie bis zum Stichtag bitte dafür sorgen sollen, dass ihre Leistungen in Pure sind. Und dann drücken sie auf den Knopf einfach am Stichtag, oder? Das ist der Charme. Da muss ja nichts hochgeladen eingereicht werden. Und der Vorteil ist, glaube ich, dass man dort in einer normalisierten Logik arbeitet. Oder wie funktioniert das bei Ihnen? Ja, genau. Also vielleicht an einem Beispiel. Wir erstellen jährlich einen Bericht für die Fachstelle Chancengleichheit, Diversität und Inklusion. Und jährlich wollen wir auflisten, welche Beiträge sind zu diesem Themengebiet. Und dann ist, wenn das Portal gut gepflegt ist, tatsächlich ein Klick und dann hat man die Informationen, die man braucht. Und zwar wirklich nach Departementen unterschiedlich, auch mit der Information, zu welchem Thema jetzt da publiziert wurde. Und sind Sie denn zufrieden mit der Pflege von Pure von Seiten Ihrer Wissenschaftler? Das ist jetzt eine sehr schwere Frage. Wir sind natürlich, also das ist auch dann, das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Genau. Also das muss wirklich gelebt werden und verinnerlicht werden, dass das jetzt natürlich noch, ich sag mal, eine zusätzliche Aufgabe ist, das Portal auch zu pflegen. Darf ich das kurz nochmal aufgreifen und das ergänzen, was Jasmin schon gesagt hat? Diejenigen Forscher, die nicht im Hauptamt forschen, sondern die quasi en passant noch Forschung betreiben oder vielleicht nicht als erster Autor oder Projektleiter drin sind, also bei denen ist es tatsächlich zum Teil so, dass die aufgefordert werden müssen und gerade unsere Dozenten, die sind voll berufstätig, die meisten und so, da musste man die schon immer ein bisschen motivieren und nicht alle, aber einige von denen motivieren. Aber im Gegensatz zu vor Pure ist es jetzt eben so, dass wir ein wirklich gutes Argument haben, schaut,
Hier müsst ihr euch einloggen, da könnt ihr das machen. Und dann, eine geschützte, zuverlässige, gut funktionierende, klare Umgebung. Und vorher waren es einfach E-Mails, die verteilt wurden, die weitergeleitet werden mussten von den Prorektoren über die Studiengangsleiter und so weiter. Und so wurde der Prozess, das ist dann einfach zerfleddert. Und jetzt mit Pure haben wir einen guten und eine machbare, eine umsetzbare Lösung. Und auch die Wissenschaftler haben ja Vorteile, ne, durch die Nutzung von Pure. Was vorher mehrfach eingereicht werden musste, muss heute nur noch ein einziges Mal, ne, abgeliefert bzw. validiert werden. Wenn es eine Publikation ist, die aus Scopus kommt, dann bespeisen sich ja aus diesen persönlichen Profilen, die ja im Backend, ne, nur sichtbar sind, vielleicht das nochmal zur Erläuterung, speist sich auch das öffentliche Profil, ne, wie das auf der anderen Seite des Systems dann im Portal existiert. Das heißt, man kann auch seine eigene Sichtbarkeit vergrößern und dann ist es ja so, dass die alle fantastische Dinge machen und in der Regel möchte man, dass das auch gesehen wird vom Arbeitgeber und das kann man natürlich so sicherstellen, dass man in seiner ganzen Leistungsfähigkeit erscheint und auch intern seine eigene Reputation kontrolliert und zuletzt noch das erleichtert den Forschenden eigentlich die Dokumentationsarbeit. Häufig gibt es so Skeptiker, die sagen, das ist das achte System, in das ich meine Daten eintragen muss. Nein, nein, das ist dann nur noch das eine, ne, ein einziges System. Ne? Ich weiß nicht, wie Sie, wahrscheinlich haben Sie auch mit diesen Argumenten gearbeitet, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Manchmal gibt es so harte Verpflichtungen, ja, wo die Leute verpflichtet sind. Also ich glaube, das ist bei Ihnen nicht so. Ne? Bei Ihnen gibt es keine Verpflichtung, sondern es gibt nur eine. Oder wie ist das policy-mäßig bei Ihnen? Doch, es gibt schon Verpflichtungen, aber denen kann man nachkommen oder nicht und mehr oder weniger treu entsprechen oder nicht. Und ich meine, Pure ist definitiv das glasklare Argument und auch Commitment von uns, dass wir eben allen Forschenden es ermöglichen wollen, dieses Selbstmarketing und auch diese Selbstlegitimation ein Stück weit, also für die Dozenten, ja, die beiläufig Forschung betreiben oder vielleicht nicht als Hauptamt, dass wir das denen eben auch ermöglichen und so einfach so angenehm wie möglich machen. Ja. Denn natürlich besteht ein Kampf um die Talente. Gerade die sogenannten doppelten Profil, die Mitarbeiter mit doppeltem Profil, Praxis und Forschung und dann noch die Lehre dazu, dreifaches Profil, die sind bekanntermaßen sehr, sehr schwer zu bekommen. Ja. Unser Publikum möchte an der Stelle noch ein bisschen mehr wissen zum Forschungsinformationssystem Pure, also zum eigentlichen Produkt. Eine Frage, welche weiteren Programme, zum Beispiel HR oder Finanzen, können denn über Schnittstellen angeschlossen werden? Wer auch immer darauf antworten möchte. Ja, das kann ich gerne machen, also alle. Also eine Anbindung an das personalführende System ist die Regel, weil man den Organisationsbaum, die Forschenden. Und da können wir mit allen am Markt befindlichen HR-Systemen integrieren. Nicht über direkte Schnittstellen, ne, sondern über eine XML-basierte Synchronisation oder unsere neue Read-and-Write-API. Okay. Ja, auch danke. Finanzsysteme sind häufig angeschlossen, um eben Drittmittelförderungen und Projekte einzuziehen. Die nächste Frage gleich hinterher. Kann die Eingabe denn auch zentral oder nur dezentral durchgeführt werden? Also die Eingabe der Daten? Beides geht, je nachdem, welchen Prozess und welche Kultur Sie verfolgen. Wenn Sie eine Bibliothek haben, die sagt, nehmen wir Forschenden die ganze Arbeit ab und toggle das ein, dann können Sie das genauso machen. Das hängt davon ab, wem intern Sie die Verantwortung, ne, geben für die Erfassung und die Qualität. Das machen wir tatsächlich auch so unter Kalaris. Okay, ja. Yeah. Okay. Und eine abschließend schwierige Frage, denke ich, oder auch nicht. Wurde die Sichtbarkeit der Kaleidos Fachhochschule durch Pure erhöht? Wenn ja, wie wurde das quantifiziert? Wird der externe Zugriff auf das Portal gezählt? Gute Frage, kann ich nicht beantworten. Stefan, meines Wissens haben wir das noch nicht angeschaut, sollten wir aber, weil es ist natürlich eine sehr relevante Frage, die ich mir notiert habe, vor allem noch. Nein, wir haben das jetzt noch nie angeschaut, sondern es geht vor allem auch darum, dass halt einfach, wenn man wissen will, was macht die Kaleidos zu einem Thema, dass man im Forschungsportal ein Stichwort eingeben kann und dann sieht, da gibt es Forschende oder Dozierende, die in diesem Bereich etwas gemacht haben oder Forschungsprojekte. Und das ist mal ein Zweck, dass unsere Studierenden und auch unsere Mitarbeiter und Dozierenden finden, was wir gemacht haben an der Kaleidos. Aber dass wir
wie sehr jetzt dieses Portal besucht wird, das haben wir noch gar nie analysiert, weil wir sind auch noch daran, das noch breiter zu kommunizieren jetzt dann dieses Jahr. Ja. Und ja. Vielleicht kann ich dazu auch nochmal was sagen. Wir können natürlich auch zum Beispiel Tools wie Google Analytics koppeln an das Pure Portal. Und dann kann man tatsächlich mal den Traffic, ne, auf der Seite messen. Die indirekten Effekte sind natürlich schwerer zu spezifizieren, aber das ist eigentlich ein ganz guter Weg um die Frequenz, ne, auf der Seite. Was man auch noch messen kann, ist die Downloads. Sie können ja über das Pure Portal auch Open Access Publikationen im Volltext oder Datasets mit dem Primärdatum verfügbar machen, und dort lassen sich natürlich die Downloads dann zählen. Das wäre also vielleicht noch ein zweiter Gedanke. Ja, vielen Dank. Und jetzt die alles entscheidende Frage von Seiten unserer Zuschauer an Sie, Herr Rief, Herr Fichter. Was waren denn die Faktoren, die zu einer Entscheidung für Pure geführt haben? Weshalb wurde Pure gewählt und kein Konkurrenzprodukt? Kann ich sonst gerne beantworten. Tatsächlich haben wir uns da recht viel Aufwand bereitet, weil das war natürlich keine leichte Entscheidung. Pure ist ja nicht kostenlos. Und deshalb musste das wohl überlegt sein, weil so groß waren wir damals noch gar nicht, und wir sind auch immer noch nicht, das ist eine riesen Fachhochschule, also Geld, oder wir können uns nicht einfach alles nur so leisten, wie es uns gerade einfällt. Und deshalb gab es da einen ausführlichen Evaluierungsprozess, wo unsere zentrale Softwareabteilung auch noch mitgeredet hat. Von uns aus der Forschungsleitung kamen so die Anforderungen an das Forschungsmanagement, und von der IT-Abteilung gab es eben die technischen Anforderungen, wie aufwendig ist es dann, das Ganze hier in Betrieb zu nehmen und so weiter. Da gab es also einen ganzen Anforderungskatalog mit kann, soll, muss und so weiter. Und schlussendlich haben dann da, es waren glaube ich fünf Produkte waren in der Auswahl, zwei haben es in die Endauswahl geschafft, und Pure bekam dann schlussendlich einfach den Zuschlag. Mhm. Und können Sie ein bisschen was zur Implementierung sagen und zum eigentlichen Launch, rief Herr Fichter. Wie verlief denn eigentlich die Implementierung und der Launch von Pure? Ja, also eben, Pure ist ein sehr mächtiges Tool und hat viele Schnittstellen, und man kann viel machen. Es ist einfach so, dass wir jetzt von der Kaleidos Fachhochschule halt mal uns auf die zentralen Dinge konzentriert haben. Und es war auch so, dass wir erst letztes Jahr ein neues Campus-Management-System eingeführt haben. Darum war das mit diesen Schnittstellen zuvor nicht wirklich eine Option. Und wir haben da gibt es dann halt andere Lösungen in Pure, wie man das machen kann. Also wir haben das halt mit so einem Masterfile dann gemacht und so die Profile und Accounts verwaltet. Jetzt seit letztem Jahr haben wir das neue Campus-Management-System und müssen vielleicht jetzt in die Zukunft schauen, ob wir da Schnittstellen dann irgendwann implementieren. Aber wir haben uns mal auf die wichtigen Dinge konzentriert, wie die Publikationen, dass die up-to-date sind. Und es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Award-Management, also die Forschungsanträge zu verwalten. Da haben wir im Moment das noch nicht umgesetzt und schauen, was denn da die Zukunft, ob wir das in die Zukunft nutzen wollen. Vielen Dank. Aber Günther, vielleicht, also man Gerne. Braucht, die Implementierung ist ein IT-Projekt, ne? Für das man Ressourcen, ne, bereitstellen muss. Die Schnittstellen gebaut werden, ne, und die Konfiguration. Vielleicht können Sie sagen, wie viel, was eine häufige Frage ist, wie aufwendig war das, oder wie viele FTEs waren bei Ihnen dort beteiligt, welche Rollen gab es im Projekt? Ja, also eigentlich waren da bei uns eben, wir haben nicht so viele Ressourcen. Schlussendlich lief das eigentlich vor allem über mich und halt mit diesem Masterfile. Es war vor allem am Anfang halt auch aufwendig, die bestehenden Publikationen einzugeben, weil die halt nicht in einem Format wie BibTeX oder so vorhanden waren, sondern halt wirklich nur in Excel-Files oder in PDFs.
Und dann musste man das erfassen. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, eben das zu importieren über Scopus oder über BibTeX. Aber wir haben da eben auch zum Teil die Ressourcen nicht. Also zum Teil kostet das dann wieder etwas. Und ja, also jetzt technisch haben wir im Moment halt eine relativ einfache Lösung gemacht, die halt auch nicht so viele Ressourcen benötigte. Wie waren Sie denn zufrieden mit der Betreuung durch uns? Vielleicht nochmal abschließend zur Implementierung. Dahinter ist natürlich, muss ich sagen, als Sozial- und Wirtschaftspsychologe eine gewisse soziale Erwünschtheit jetzt auch verboten, aber ich kann also wirklich sagen, Sie können auch ehrlich sein. Super, ich bin dankbar, dass Sie, gerade Sie, Herr Vondermann, wir hatten es ja lange und häufig miteinander zu tun und es war auch extrem hilfreich, dass Sie dann auch immer wieder darauf hingewiesen haben, hier könnte man noch was machen und dort muss man noch und das muss noch passieren, weil teilweise, wir waren ja Anfänger mit Pure und ich würde von daher niemandem empfehlen, Pure anzuschaffen oder sich für Pure zu entscheiden und dann zu denken, man kann das so quasi nebenbei einfach mal installieren und dann läuft das, sondern das braucht jemanden, der da die Verantwortung hat, idealerweise auf Seiten der Institution oder der Hochschule und dann am besten eben noch, so wie es bei uns war, mit Ihnen, Herr Vondermann, auf Seiten Elsevier oder Pure. So hat das bei uns schlussendlich funktioniert. Allein hätten wir es nicht machen können. Also der Punkt ist ja, dass unsere Kunden in der Regel nur ein einziges Mal, das erste und letzte Mal in ihrem Leben, so ein Ding einführen. Wir haben das natürlich irgendwie schon 500 Mal gemacht. Und wir bieten ja, wenn ich das kurz sagen darf, Günther, eine doppelte Betreuung an. Wir haben ja einerseits den Implementation Manager, der für, im Wesentlichen für die Herstellung dieser technischen Integrationen zuständig ist. Und dann bieten wir Ihnen ja noch ein Consulting an, was sich mit den nicht-technischen, ne, Erfolgsfaktoren einer Einführung befasst und dann diskutieren wir mit Ihnen, teilen mit Ihnen Best Practices in puncto Prozessoptimierung, User Education, ne, Entwicklung eines Betriebskonzepts und das war uns ja bei Ihnen auch besonders wichtig. Vielen Dank. Genau. Mit Blick auch auf die Zeit. Wir haben noch 3 Minuten. Wir wollen pünktlich 10 vor 11 enden. Bevor ich an Sie die alles entscheidende Frage, unabhängig von der sozialen Erwünschtheit, stelle. Wir haben noch Fragen, Günther, im Chat. Ich weiß, was würden Sie denn heute anders machen? Ich sage, bevor wir diese Frage beantworten, was Sie alles anders machen würden, wenn Sie noch einmal von vorne anfangen müssten, mit Elsevier, also an Sie alle gerichtet. Die Frage hier unseres Publikums, vielleicht an Sie alle oder auch an dich, Philipp, als Produktexperte, kann denn das eigene Forschungsprofil zu einer anderen Institution bei Arbeitgeberwechsel mitgenommen werden, über Schnittstellen, oder müssen denn die Daten dort neu eingegeben werden? Diese Funktion haben wir noch nicht. Man kann aber allerdings nicht das komplette Profil spiegeln. Wir können allerdings Daten in Excel und RIS und BibTeX, was im einen Pure exportieren und dann in das, ne, nächste Pure, wenn man denn zwischen 2 Pure-Systemen wechselt, importieren. Oder auch in ein anderes Forschungsinformationssystem eines anderen Anbieters. Da sind wir, soweit ich das weiß, agnostisch im Handling der Daten. Ja, also Listen einzelner Entitäten können. Ja. Genau, da wird es jetzt technisch. Genau. Und jetzt an Sie alle, die... Wir haben noch 2 Fragen, gell, zum Impact, Günther. Ah, ja, dann stell die Frage gerne du. Genau, Impact können wir auch erfassen. Zurzeit so Impact wird immer wichtiger. Das ist alles etwas, worunter jeder in der Regel etwas leicht anderes versteht. Wir haben alles ganz viele Content-Types, die das abdecken, zum Beispiel Patente und Spin-offs, ne, für denjenigen, der dort an Technologietransfer denkt. Okay. Wir können Wirkung in die Gesellschaft über unseren Content-Type Activity erfassen und dann haben wir noch einen dritten Content-Type, der Impact heißen, auch Press-Clippings, ne, können. Medienresonanz kann gemessen werden. Dies nur als kurze Antwort. Also genau. Die letzte Frage werden wir dann außerhalb beantworten mit Blick auf die Zeit. Jawohl. Was würden Sie an alle Mitarbeiter der Kaleidos Fachhochschule heute anders machen, wenn Sie noch einmal von vorne anfangen müssten? Schwierige Frage zum Schluss. Also ich wage mich mal vor, auch auf die Gefahr hin, dass mir das als Anflug von Grandiosität angerechnet wird oder angekreidet wird, aber nichts.
Wir würden es genau so nochmal machen. Wir hatten einen bedächtigen Start und haben uns auch die Zeit gelassen. Haben nicht gesagt, ja, in 2 Monaten sind wir so weit und dann ist alles in Butter, sondern wir haben wirklich die Leute abgeholt, gesagt, das braucht Ressourcen, das braucht ein Engagement, eben die Komplexität, die bleibt weiterhin vorhanden, aber sie wird jetzt dann eben besser managebar. Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum dann schlussendlich alle sicherlich auf Ebene Hochschulleitung, aber auch darunter, weil es muss ja mitgetragen werden, Pure eigentlich willkommen geheißen haben oder zumindest nicht abgelehnt haben. Von daher, ich würde es genau gleich machen. Ja, vielen Dank. Und ich glaube, es sind uns noch ein paar Minuten gegeben, wenn man möchte. Deswegen werde ich jetzt doch die Frage aus dem Publikum nochmal einbinden. Könnte jemand etwas zum Workflow des Drittmittelprozesses sagen? Kann den forschenden Informationen zum laufenden Projekt und noch zur Verfügung stehenden Projektmittel, zum Beispiel auch Anbindung des Buchhaltungssystems, zur Verfügung gestellt werden? Ja, das ist möglich. Wir haben ein kleines Projekt Cockpit, das ist ein Drittmittelprojekt, wo die PIs und CoIs zum Beispiel das verbleibende Budget und das zugewiesene Budget sehen können. Ansonsten haben wir ganz, ganz viele Funktionen, um zum Beispiel ein Qualitätsmanagement für Drittmittelanträge zu machen. Da kann man geplante Drittmittelanträge zur Genehmigung bringen, um dort die Qualität zu erhöhen und sich auf die Overhead-Kosten einstellen zu können. Kann ich gerne mal zeigen für denjenigen, der da interessiert sein sollte. An der Stelle, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ganz herzlichen Dank an die Mitarbeiter der Fachhochschule Kaleidos für das Gespräch mit uns zusammen, an dich Philipp. Und wir wünschen allen Zuschauern, Zuhörern einen wunderschönen Tag und Sie erhalten dann am Ende noch eine E-Mail von uns mit der Präsentation und freuen uns weiter mit Ihnen im Kontakt zu bleiben, wenn Sie möchten. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Wiederhören. Danke.